Also Europa ist nicht nur irgendwo da in Brüssel, Europa ist überall, ist hier in Mörrel oder wo auch immer oder in Hamburg oder in Berlin, aber es ist überall, es ist bei den Menschen und das müssen wir den Leuten, das will ich den Leuten auch klar machen. Deswegen bin ich auch aufgestanden, das zu machen, also Europapolitik zu machen oder mich dafür zu bewerben. Wie siehst du die weitere Entwicklung in Europa? Denkst du auch, dass wir vielleicht eher weiter zusammenwachsen müssen, bevor wir neue Mitgliedstaaten nehmen oder welche Meinung hast du da? Also ich glaube, dass zum Beispiel die ehemaligen jugoslawischen Staaten, die noch nicht dabei sind, da sollten wir uns auch bemühen, als weil die noch quasi ja mittendrin am Ende ja dann doch, dass wir die noch sehen sollten, dass wir die mit aufnehmen. Genau, nachher weiter Richtung Osten oder wo auch immer es hingehen sollte oder auch Türkei, bin ich sehr vorsichtig. Erstmal besser werden und dann wieder größer ist eigentlich wie in der Landwirtschaft auch. Wir haben über 30 Jahre mit der Milchquote gelebt, haben sehr viel Geld dafür ausgegeben, für Pacht, Kauf und Leasing. Und ich denke, dass diese Zeiten endgültig vorbei sein müssen. Also die Quote wird nie zurückkommen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da hat nur ja, wie du sagtest, 30 Jahre experimentiert, hat viel Geld gekostet, aber dass der Milchpreis dadurch jetzt durch die Decke gegangen ist, kann man irgendwie auch nicht sagen. Wir müssen ja eben aus Schleswig-Holstein mit unserer Milch raus. Wir müssen damit an den Markt und der Weltmarkt gehört meines Erachtens auch dazu. Handelsabkommen halte ich für eine sehr gute Idee, weil es eben dadurch regelbasierte Übereinkünfte zwischen Staaten gibt, auf die man sich dann eben auch im besten Fall verlassen kann und auch darauf berufen kann. Gesundheitsschutz und Lebensmittelsicherheit ist ja auch ein hohes Gut, das wir haben. Und das ist ja auch ein Fund, mit dem wir auf dem Weltmarkt wuchern, dass wir sagen können, egal wo ihr es kauft, ihr habt immer Top 1A-Ware. Wenn junge Leute auch eine Perspektive brauchen, dann braucht man auch im ländlichen Raum, nicht nur in der Landwirtschaft, Investitionen. Dass eben auch der Zimmermann oder der Maurer oder die Firma, dass die sich eben irgendwo auch ein Gewerbegebiet oder eine Halle oder irgendwas bauen können und Landwirtschaft natürlich genauso. Und Tierkomfort, das geht ja eigentlich nur mit Investitionen in die Zukunft, eben auch für die nächste Generation. Und nichts ist so alt wie der Stall von letzter Woche. Ich bin doch eher dafür, dass man Geld dorthin gibt, wo auch die Wirtschaftskraft eines Landes gestärkt wird. Am sympathischsten ist es mir eigentlich immer, wenn die EU das fördert, was auch wirklich quasi sagt man, Kick-off, also ein Anstoß gibt, um auch vielleicht noch andere Investitionen nachzuziehen oder eben um einen Wirtschaftsstandort auch zu verbessern. Investitionen in den ländlichen Raum, also eben auch meinetwegen in Meiereien oder auch es war unbeliebt, aber auch Schlachthöfe. Wenn wir das immer nur weiter vergrößern und auslagern und immer weitere Strecken fahren müssen mit den Tieren, dann ist das, glaube ich, nicht zum Vorteil, sondern wir müssen auch sehen, dass wir Wertschöpfung in Schleswig-Holstein behalten. Ich habe keine Lust, irgendwo Diskussionen aufzumachen, Ökolandbau oder nicht. Das sind auch ganz hervorragende Unternehmer und das entscheidet ja auch jeder für sich selbst. Nur natürlich muss eine Wirtschaft nachher auch irgendwann mal sehen, dass sie ohne ständige Förderung auskommt. Würde natürlich auch eine Diskussion bei der ersten Säule dann irgendwann auch mal aufmachen, so ein Fass. Aber wie gesagt, da ist es ja dann auch wirklich noch einkommenswirksam und zwingend notwendig, gerade nach den letzten 2 Jahren, die wir hatten. Ich merke, dass doch eine ganze Menge der jungen Leute, die hier im Dorf wohnen und hier in der Umgebung, ich sag mal Kiel, Hohenwestedt, in den Unter- und Mittelzentren lernen, auch hier wohnen bleiben wollen. Das ist natürlich das Mega-Thema für die Zukunft, dass wir hier Breitband und eben auch G5, meines Erachtens gehört damit zu, den 5G, das schnelle Internet brauchen, damit der ländliche Raum nicht abgehängt wird, damit eben auch Jobs hier gemacht werden können, von zu Hause aus gemacht werden können und eben auch Digitalisierung, Landwirtschaft geht immer weiter, dass wir da nicht abgehängt werden. Wir wollen ja gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land, das heißt nicht gleiche Lebensbedingungen, also ich will es nicht so haben wie in Hamburg Mitte, aber eben die Chancen müssen zumindest gleich sein oder ähnlich sein und dass auch die Jobs, die dann im ländlichen Raum noch sind, auch für die, die nicht in der Landwirtschaft sind, dass die eben auch spannend und attraktiv sind, dass man auch hier bleiben kann, hier seine Familie hat und auch hier leben kann. Wo ist Europa eigentlich für da, deiner Meinung nach? Es gibt ja den schönen Satz, der ist jetzt leider in Englisch, aber eben Europa must be bigger in big things and smaller in small things. Also dass man eben, Europa soll sich auf die großen Dinge konzentrieren, auf die langen Linien, auf das alles Umfassende, auch für das, was für alle Staaten wichtig ist und wirklich dieses Regulieren bis ins Haarkleine, ob das wirklich notwendig ist, das kann man ja bezweifeln. Europa auch als Friedensprojekt hört sich jetzt sehr abgehoben an, ist aber für mich 70 Jahre Frieden und Freiheit in Europa, das kann man nicht so einfach aufs Spiel setzen und darf man auch in jedem Fall nicht den Radikalen überlassen.